Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 6. März. Heute dabei Amazon, Facebook Messenger, die Google-Suche, Microsoft Cortana und YouTube Stories. Beginnen tun wir mit Amazon. Die testen gerade in den USA eine eher ungewöhnliche Sendungsverfolgung. Und zwar fotografieren die Pakete, wie sie auf dem Grundstück eines Empfängers abgelegt werden. Ja, also der Postbote kommt vorbei, legt es ja, vor die Tür oder um die Tür, um die Ecke. Und das wird dann direkt mit einem Foto dokumentiert. Und in der Lieferbestätigung bekommt der Kunde das Foto zu sehen und weiß nun, wo das Paket liegt. Tja, da gab es aber auch sofort wieder einen großen Aufruhr. Viele Leute wollen das nicht. Und gleichzeitig fragt man sich auch, okay, was bringt das wirklich? Denn okay, es lag zu dem Moment an der Stelle. Ja, aber es kann ja auch schnell weg sein. Ne? Und dass das als Beleg gilt für eine Zustellung, das mag, ja, mag ich jetzt auch zu bezweifeln, also rechtlich gesehen. Naja, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall getestet, ob es nun wirklich kommt. Das wird sich immer so zeigen, wie das so üblich ist mit den Tests. Der Facebook Messenger, der hat neue Business-Chat-Funktionen bekommen. Generell ist der Messenger schon ein tolles Tool auch für Unternehmen, integriert in Facebook. Aber nun gibt es neue Quick Replies für Kunden, für die Kontaktinformationen. Sprich, wenn das Unternehmen von einem beispielsweise die E-Mail-Adresse haben möchte, dann wird die vorausgewählt und man muss nur noch drauf tippen, wenn man die schicken möchte und sie entsprechend nicht mehr tippen. Da kann auch eine Telefonnummer zukommen oder andere Kundendaten, die von Belang wären. Des Weiteren gibt es auch ein Kundenchat-Plugin für die eigene Webseite. Das existiert schon seit November 2017, aber nun kann dieses auch von den Farben angepasst werden, damit es in Look and Feel der Webseite passt und der Begrüßungstext kann angepasst werden und diverse andere Kleinigkeiten. Schöne Sache, wie ich finde. Es gibt noch mehr Updates zu dem Messenger in Sachen Business Chat und dafür empfehle ich euch wieder den Link in den Shownotes, wenn das euer Thema ist. Ein Thema von fast jedem ist die Google-Suche. Und wenn ihr Apple-Nutzer seid, dann gibt es gute Nachrichten, denn die Google-App bekommt eine Erweiterung für iMessage. Sprich, ihr habt nun die Erweiterung für iMessage auf dem iPhone und auf dem iPad direkt in iMessage und könnt damit die Google-Suche aufrufen, bekommt da Ergebnisse und könnt diese natürlich direkt auch in iMessage dann teilen mit derjenigen Person, mit der ihr da gerade am Chatten seid oder auch vielleicht in der Gruppe. Schöne Sache, wie ich finde. Ich gucke es mir auf jeden Fall an und vielleicht macht ihr das ja auch. Wenn wir aber schon beim Thema Google sind, die verkaufen jetzt anscheinend Zagat. Oder Zagat. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht richtig. Zagat. In Deutschland nie so richtig groß gewesen. Das ist ein Restaurantbewertungsdienst, der auch schon seit, glaube ich, 40 Jahren existiert. Früher natürlich in Print. Und Google hat die vor 7 Jahren für 151 Millionen gekauft. Hat damals versucht, die Bewertungen und Restaurantinformationen in Google Plus zu integrieren, damit Google Plus einen kleinen Start hat, aber in den letzten Jahren irgendwie das Interesse an der Plattform verloren. Gleichzeitig haben sie natürlich mit Google Local selber auf basierend auf der Google Maps Basis einen eigenen Dienst entwickelt und jetzt sind sie anscheinend überdrüssig und es hat sich ein Käufer gefunden, der jetzt Zagat kauft. Wahrscheinlich eher wegen dem Namen und nicht mehr wegen den Inhalten. Aber naja, Google ist Zagat los und der Name wird weiter existieren. Und ja, das war es auch schon mit der Nachricht. Und nächstes Thema, Microsoft. Die machen ja auch Fortschritte mit Cortana, dem Sprachassistenten aus dem Hause Microsoft. Und der war bislang ja mehr oder weniger exklusiv auf Windows unterwegs. Jetzt scheint es aber so, dass Microsoft in den nächsten Outlook-Updates, also die App von Outlook für iOS und Android, dort Cortana integrieren wird. Und Cortana kann dann beispielsweise die Mails vorlesen, wenn man unterwegs ist. Schöne Sache. Ich selber bin auch Outlook-Nutzer, zumindest für unser Startup. Und ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Und ja, warte mal auf das Update. Und das letzte Thema für heute. YouTube fügt
Augmented Reality Greenscreens zu ihrer Stories-Funktion hinzu. Für mich die große Überraschung erstmal YouTube Stories. Ui, das ist irgendwie so, ja, so ganz leicht an mir vorbeigegangen, denn die werden bereits seit letztem Jahr getestet in der Beta mit einer kleinen Gruppe von Creators. Und ja, da gibt es jetzt ein Update, einen Greenscreen-Filter, ähnlich wie den, den es zum Beispiel auch bei Snapchat gibt, wo man einfach den Hintergrund ausblendet und dann ja, Effekte da drauf legt oder ein anderes Hintergrundbild, so wie man es halt auch aus Film und Fernsehen von diesen Greenscreens kennt. Ja, also kein Riesenthema, eher das Thema, dass YouTube Stories dann anscheinend vielleicht bald am Start ist für die breite Masse. Da ich ja großer Fan von Stories bin, sehr interessantes Thema für mich und ich freue mich drauf. Tja, und das war's schon für heute. Also, ich hoffe, ihr habt einen guten Tag und startet in euren Arbeitstag oder in euren Schultag. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder, dann von irgendwo auf der Welt, denn ich bin auf dem Weg nach Austin und schau mal, ob ich den Daily pünktlich für 4 Uhr eurer Zeit auch hinkriege. Ansonsten vielleicht mit einer kleinen Verzögerung. Auf jeden Fall kommt er. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.